bin der Allmann des Vertrauens. Salam alaikum, Freunde! Liebe Rechtsfreunde, meine Social-Media-Kanäle wachsen rasant. Und da der eine oder andere jüngere Zuschauer hier sicherlich auf den Geschmack gekommen ist und ernsthaft mit dem Gedanken spielt, Jura zu studieren, habe ich mir gedacht, ist es doch mal an der Zeit, auch mal über die Schattenseiten des Jurastudiums zu berichten. Denn so locker flockig, wie ich die Juristerei hier auf Social Media präsentiere, ist das Jurastudium bei weitem nicht. Und deshalb finde ich es nur fair und ehrlich, euch gegenüber, euch auch mal in kurzen 8 knallharten Punkten zu erklären, welche negativen Seiten das Jurastudium mit sich bringt. With no fake and no bullshit. Aber, liebe Leute, bleibt bitte bis zum Ende dran. Im Fazit erkläre ich euch nochmal, was ihr dann aus diesem Beitrag ziehen sollt. Let's go! Punkt 1, immenser Druck. Wer einmal einen Jurastudenten kurz vor seinen Examina getroffen hat, der weiß, welchen emotionalen Ausnahmezustand die jungen Juristen durchmachen. Das Jurastudium zählt nicht umsonst in Deutschland zu den anspruchsvollsten überhaupt. Und wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wer 2 oder gegebenenfalls 3-mal durch das erste juristische Staatsexamen fällt, für den war es das mit der Karriere als Anwalt, Richter oder Staatsanwalt. Zwar gibt es bereits Universitäten, wo man bereits einen Bachelor im Studium machen kann, aber viele Jurastudenten studieren immer noch 5 Jahre, um dann hinterher 2-mal durchs Examen zu fallen und stehen ja sozusagen vor dem akademischen Nichts. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man nicht noch trotzdem was aus seinem Leben machen kann, aber der Knick im Selbstbewusstsein, der ist nach dieser langen Zeit natürlich extrem. Punkt 2, das Stigma. Hat man trotzdem das Examen gemeistert und damit meines Erachtens eine hohe intellektuelle Leistung abgeliefert, erhält man letztendlich eine Note und nicht selten erhalten Jurastudenten trotz größter Mühen nur ein ausreichend oder aber ein schlechtes befriedigend. Und dies ist gleichsam auch eine Beerdigung von vielen Karriereplänen, denn mit einem ausreichend im zweiten Staatsexamen kann man eigentlich fast nicht Richter oder Staatsanwalt werden und es wird auch sehr, sehr schwierig, sich für eine Großkanzlei zu empfehlen. Es gibt manchmal Ausnahmen, die haben eine starke Spezialisierung, aber das ist rar gesät. Die Note zieht sich also letztendlich durchs komplette Leben, egal was man danach noch für Leistung erbringt. Punkt 3, harte Notengebung. Und der ein oder andere wird zum letzten Punkt sagen, naja, wenn einer nicht Richter oder Staatsanwalt werden kann, weil seine Noten zu schlecht sind, ja, dann wird er wohl nicht ausreichend gelernt haben. Mir kann sowas ja nicht passieren, denn ich hatte nur Einsen und Zweien in der Schule. Und all denjenigen, die jetzt so denken, möchte ich zurufen, toi toi toi, viel Glück, denn die juristische Notengebung ist komplett anders als in der Schule oder in anderen Studienfächern. Wir Juristen freuen uns über alle Maßen über ein, Achtung, voll befriedigend, über ein sehr gutes befriedigend. Das erreicht man mit 9 von 18 Punkten, die man in einer Klausur erlangen kann. Ich glaube, in Bayern ist es ein bisschen anders, aber in den meisten Bundesländern 9 Punkte for the win sozusagen. Wer 7 Punkte von 18 schafft, zeigt immerhin, dass er schon sehr, sehr viel verstanden hat und das sehr gut gemacht hat. Ein anderer, der vielleicht 4, 5, 6 Punkte hat, zeigt, dass er eine durchschnittliche Leistung erbringt, was gleichsam gleichbedeutend mit einem, aha, ausreichend ist. Und das sorgt insbesondere bei Anfangssemestern natürlich für Frust, die dann nach Hause zu ihren Familien gehen und sagen, naja Mama, ich habe heute eine 3 wiederbekommen. Da guckt die einen mitleidig an und sagt, naja, du solltest aber auch viel, viel mehr lernen. Die Anneliese, die Sozialwissenschaften studiert, deine Schwester, die hat nämlich eine 1,3. Und dann macht man erstmal ein langes Gesicht und versucht denen das juristische Notengebungssystem zu erklären, was die aber im Zweifel entweder niemals raffen werden oder euch aber im schlimmeren Fall sogar nicht glauben werden, was aber normal ist, weil wir Juristen ja die Bescheuerten sind. Punkt 4, unfassbar viel Stoff. Völlig bescheuert fühlen wir Juristen uns auch, wenn wir 5 Tage in der Bibliothek gesessen haben und geschaut haben, was wir eigentlich, wie wenig wir geschafft haben und wir letztendlich im Examen können müssen. Juristen müssen unheimlich viel Sitzfleisch mitbringen. Im Studium profitieren vor allen Dingen die Stumpfen und die Beißer. Die Stumpfen profitieren vor allen Dingen deshalb, weil sie morgens in die Bib trotten können, wie ein Esel da sitzen können und abends wieder raustrotten und so geht das Leben dann dahin. Die Beißer profitieren deshalb, weil sie sich jeden Tag wieder neu motivieren können. Die lebenslustigen, kreativen Menschen, die fallen im Jurastudium so ein bisschen runter, weil es letztendlich in den Klausuren häufig nicht darauf ankommt, irgendeine geniale, kreative, lustige, interessante Lösung zu finden, sondern letztendlich hart und knallhart vorgegeben ist, was der Korrektor hören will. Und da ist es allen Unkenrufen vom Systemverständnis zum Trotz doch sehr wichtig, dass man einige, und das sind
sind sehr viele Standardkonstellationen, einfach auswendig abrufen kann, die man in langen BIP-Tagen eingeübt hat. Punkt 5, sehr lange Ausbildung. Und es hat noch einen weiteren Grund, warum die Stumpfen und die Beißer von dem System profitieren können. Denn die juristische Ausbildung ist lang. Und wenn ich lang sage, dann meine ich sehr lang. Es dauert gut und gerne 6 bis 9 Jahre, bis man letztendlich sein zweites Staatsexamen in der Hand hält. Und bei einigen noch länger. Und das liegt häufig sogar an externen Gründen, wofür der Einzelne gar nichts dafür kann. Jemand in der Familie wird krank, man selbst wird krank, irgendwo geht das Geld aus, etc. Die Gründe dafür gibt es viele. Und dann hat man 10 Jahre lang Juristerei betrieben, bis man endlich Geld verdienen kann, während der Kumpel, der direkt nach der Schule als Handwerker angefangen hat, bereits Geselle, Meister geworden ist und die ganze Zeit auch noch Geld verdient hat. Während der Jurist also nach dem zweiten Staatsexamen, wenn es jetzt nicht komplett brillant war, überlegen muss, wie komme ich an Geld, hat der Handwerker meist schon sein Hämmerchen an sein erstes Haus gelegt. Natürlich kann man auch im Jurastudium lukrative Nebenjobs annehmen, aber man muss natürlich immer bedenken, in der Zeit sitzt die Konkurrenz in der Bibliothek. Punkt 6, Kampf dem Vergessen. Die lange Ausbildung und die extreme Stofffülle führen letztlich zu einer toxischen Verbindung. Denn je länger das Studium dauert, desto mehr fällt hinten runter, was man in den ersten Semestern gelernt hat. Nur wer durch periodisches Lernen sich immer wieder auch die Inhalte aus den ersten Semestern in den Kopf ruft, der wird es letztendlich schaffen, im Examen diese Dinge auch zu beherrschen und nicht eben an jeder Stelle 5-mal nachdenken zu müssen. Zum periodischen Lernen habe ich auch schon mal Videos gemacht, Examensplan A bis C. Punkt 7, komische Leute. Ja, ich bin natürlich auch komisch, aber ich will eigentlich auf was anderes hinaus. Fühlt ihr euch so ein bisschen bedrückt durch das, was ich hier vortrage? Ja, dann geht es euch wie den meisten Jurastudenten. Denn diese haben immer irgendwie so im Hinterkopf, dass irgendwann das Examen ansteht, dass demnächst Semesterabschlussklausuren sind und haben ständig ein schlechtes Gewissen, wenn sie auf eine Feier gehen, weil sie ja letztendlich lieber lernen könnten. Allgemein zieht das Jurastudium eher selten kreative und lebenslustige Personen an. Für viele ist es auch eine Art Verlegenheitsstudium. Und das feurige Leuchten in den Augen der Studierenden ist im Jurastudium eher den weißen gleißenden Licht der Neonröhren in der Bibliothek gewichen. Diesen Satz will ich mir patentieren. Nice. Nicht selten werden aber auch Desinformationen durch Kommilitonen verbreitet, Bücher versteckt oder aber gleich ganz mit nach Hause genommen. Das Konkurrenzdenken der Jurastudenten ist schon sehr, sehr ausgeprägt, wenngleich aber irrational, und da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Die juristische Bibliothek ist aber trotzdem ein Mikrokosmos, wo eher nicht viele Gönner unterwegs sind. Punkt Nummer 8, Glück und Pech im Examen. Hat man sich von all diesen Punkten nicht abschrecken lassen und sogar ein paar Mitstreiter gefunden, dann wird man es irgendwann bis zur Examensprüfung schaffen. Und wer da nicht der absolut bekloppte Superüberflieger ist, der braucht schon eine gehörige, kleine, vielleicht große Portion Glück, um das eigene anvisierte Ziel zu erreichen. Kleine anekdotische Evidenz von mir. Ich weiß, der Beweiswert einer anekdotischen Evidenz ist gering, aber ich finde, es passt trotzdem ganz gut. Ich habe insgesamt 5 staatliche Prüfungen geschrieben und eine Fachanwaltsklausurenprüfung. Und ich habe in diesen Prüfungen, also die erste und zweite Staatsexamen aufgrund von Notenverbesserung, ich habe in diesen Prüfungen Punkte geschrieben in einer Reichweite von 2 bis 13 Punkten. In der 2-Punkte-Klausur wusste ich selbst nach 1,5 Stunden nicht, was der Aufgabensteller eigentlich von mir will und habe dann hinterher erst erfahren, dass der Link zu meinem Wissen gar nicht mal so weit weg war. Und in der 13-Punkte-Klausur klackerte das Ganze einfach so durch. Ich hatte mich kurz vorher noch mit diesen Themen beschäftigt und die letzten 10 Minuten habe ich einfach nur damit verbracht, eine Banane zu essen und meine Rechtschreibfehler zu korrigieren. Und da in vielen Bundesländern nur 6 Klausuren geschrieben werden im ersten Staatsexamen, kann man sich ausmalen, was eine Klausur bedeutet, wo man entweder 2 Punkte oder 13 Punkte hatte. Und wenn das auch noch in 2 Klausuren passiert, macht das einen extremen Unterschied aus, den man auch in einer mündlichen Prüfung nicht mehr ausbügeln kann. Das heißt, es gibt natürlich eine gewisse Glückskomponente im Examen, zumindest wenn man zu den Normalsterblichen gehört. Kommen wir zum Fazit. Ja, wir sehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt im Jurastudium. Das System ist hoffnungslos veraltet und jedes Jahr kommt neuer Stoff hinzu, der gelernt und verarbeitet werden muss. Und echter Reformwille ist im Jurastudium auch nicht zu erkennen. Was will ich dir eigentlich mit diesem Video sagen? Dass du auf keinen Fall Jura studieren solltest?
Nö, das tue ich nicht. Ich will dir im Grunde nur eine Entscheidungsgrundlage geben. Wenn du das mit meinen anderen Videos zum Jurastudium vergleichst, musst du hinterher eine Entscheidung treffen, ist das das Richtige für mich oder gegebenenfalls nicht. Du musst auch keine Angst haben vor dem Jurastudium. Angst ist ja ohnehin nichts Reales. Meines Erachtens habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Aber was natürlich real ist, ist die Herausforderung im Jurastudium, die Herausforderung des Systems, wie es angelegt ist. Und viele Jurastudenten müssen extrem viel Ausdauer, psychische Belastbarkeit mitbringen und nicht selten erlangt man dadurch einen gewissen Knacks im eigenen Selbstbewusstsein. Junger Mensch, der du Jura studieren willst, unterschätze niemals die psychologische Komponente im Jurastudium und hüte dich, Selbstüberschätzung, ich war in der Schule ja der Größte, Faulheit, Aufschieben, führen schneller in die Exmatrikulation, als du selbst denkst. Mein Lieblingsautor, Ernest Hemingway, der schrieb einmal, die Welt ist schön und wert, dass man um sie kämpft. Und man könnte jetzt sagen, das Jurastudium ist schön und wert, dass man um es kämpft. Dem zweiten Teil stimme ich zu.